Grenzüberschreitende Stromerzeugung im Rhein. Eines der modernsten Wasserkraftwerke Europas ist in der deutsch-schweizerischen Grenzstadt Rheinfelden offiziell in Betrieb gegangen. 25 Meter unter der Wasseroberfläche wird die Flussströmung genutzt, um Turbinen anzutreiben und dadurch Strom für 170.000 Haushalte zu gewinnen. Nicht nur den Strom, auch die Kosten von knapp 400 Millionen Euro teilen sich Baden-Württemberg und die Schweiz. Ministerpräsident Kretschmann bezeichnete das neue Laufwasserkraftwerk als einen Meilenstein in der Energiewende. Hybrid- und Elektroautos stehen im Mittelpunkt der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Auch in Deutschland sollen bald serienmäßig Autos gebaut werden, die ganz oder teilweise mit Strom laufen, als Alternative zu konventionellen Treibstoffen. Was deutsche Unternehmen auf der IAA als Auto der Zukunft präsentieren, ist andernorts bereits in Produktion und wird weltweit verkauft. Heute Morgen eröffnete Bundeskanzlerin Merkel die größte Automesse der Welt. Unter so mancher Motorhaube verbirgt sich auch für Angela Merkel, obwohl sie promovierte Physikerin ist, noch eine Überraschung. Ich finde es jedenfalls toll und ich bin begeistert von den neuen Entwicklungen. Zwar hinken die deutschen Autobauer in der Elektromobilität hinterher. Kaufen kann man zurzeit nur Elektroautos aus Japan und Frankreich. Erst im Herbst bringt Opel als erster deutscher Hersteller den Ampera auf den Markt. Dafür ist die deutsche Autoindustrie aber breit aufgestellt. Neben Diesel, Benzin, Hybrid- und Elektroantrieben kommen bald Autos mit Wasserstoffantrieb auf den Markt. Deutschland hat die Voraussetzung dazu, in großer Breite weltweit auch die Märkte zu überzeugen und dann auch vom kleinsten Auto bis hin zu großen Modellen die Menschen zu begeistern für das Automobil. Mit den Elektroautos kann man zwar versuchen, das Image zu verbessern, aber Geld verdienen die Autobauer damit vorerst nicht. Das wird 2012 generell schwieriger. Nach dem Boom der letzten Jahre werden durch die Finanzkrise die Zuwachsraten deutlich schrumpfen. Wir haben in dem Jahr einen außerordentlichen Höhenflug. Man verdient sich goldene Nasen im Automobilgeschäft. Aber die Warnzeichen für nächstes Jahr, die sind sehr, sehr groß. Wir gehen davon aus, dass es nächstes Jahr kein Wachstum in der Automobilindustrie weltweit gibt. Da passte es doch gut, dass die Bundeskanzlerin der Autolobby zuvor noch eine Beruhigungspille verabreicht hatte. Auch in Zukunft solle das Autofahren durch den Staat nicht unnötig verteuert werden. Auf einem Schiff der norwegischen Reederei Hurtigruten ist heute Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Nordlys befand sich kurz vor der Hafeneinfahrt von Ålesund, als offenbar eine Explosion im Maschinenraum den Brand auslöste. Zwei Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. 16 der insgesamt 262 Menschen an Bord wurden verletzt. Unter den Passagieren waren laut Auswärtigem Amt 41 Deutsche. Zwei von ihnen trugen leichte Verletzungen davon. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 16. September.